Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Drachensang am Fluss der Zeit. Ja, wir sind immer noch im Jagdgebiet, aber das wollen wir schnell ändern. Was kann ich für euch? Ja. Wir wollen die Talaria zum Abfahrt bereit machen. Und nun wollen wir endlich auf die Insel des Vergessens, denn da haben wir immer noch den Effert-Tempel vor uns. So. Geladen. Komm. Okay, wir nehmen wir den Effert-Tempel am besten mit. Auf jeden Fall Forgrim. Ohne Forgrim gehe ich nirgends hin. Was ist? Komm mit Forgrim. Ardo oder Quado? Oh, nehmen wir Ardo. Was gibt es denn? Und zu guter Letzt Feiris. Wie kann ich dir helfen? So. Hast du uns noch was zu sagen, Bruder Imaran? Womit kann euch der Gesandte dienen? Handel, Lehre? Was kann uns denn noch beibringen? Schutz der Erde? Der Geode beschwört die Macht der Erde selbst, um sich und seine Gefährten widerstandsfähiger zu machen. Sind gegen Brennen, Niederwerfen, Vergiften immun. Hält wie lange? 10 plus Modifikator mal... Naja, das ist nicht gerade lange. Nö, brauchen wir nicht unbedingt. Das Leib des Erzes. Der Geode beschwört das Wesen der Erde. Stein und Felsen nehmen sich vom Boden und umkreisen und schützen ihn. Angreifende Feinde werden geschädigt. Gegen den Reichweite werden bei Beschwerden wiedergeworfen. Naja. Nö, nee, nicht wirklich. Hups. Das hätte jetzt ins Auge gehen können. Das wollte ich nicht. So, dann gucken wir uns erstmal hier um, ob wir irgendwelche interessanten Kräuter hier finden. Aber ist nicht der Fall. Deswegen geht es nun ab in den Effert-Tempel. Und dann gucken wir mal, was wir da drin finden. Außer Efforts Zorn. Und wieder keine Geschichte vom Forgrim über den Tempel. Schade. Das hätten sie vielleicht ein bisschen öfter einbauen können. So. Tagebuch vom Flussvater. Ja, warum nicht? Haben wir das jetzt erhalten? Ja, lesen. Tabiats Tagebuch vom Flussvater. Die Einträge in diesem Buch sind stets mit Datum überschrieben. Einige Einträge handeln vom Flussvater. Es geht ja nicht gut. In den Dörfern flüstern die Alten ihre Gebete an den Flussvater, nicht an Effert. Und wir singen hier die Litanei für den Meeresgott. Das ist doch so simpel, dass der ärmste Tropf verstehen müsste, wir sind auf einem Fluss, nicht auf dem Meer. Weshalb sollte Effert sich also um uns hier scheren? Dem Flussvater gehört das Gewässer. Hat es schon immer da, sagen die Ältesten hier alle das Gleiche. In Nadoret beugen die Leute vielleicht das Knie vor uns und dem Meeresgott, aber ich war mit den Geweihten zusammen auf einem Nebenarm des großen Flusses unterwegs und da zischt ein Pfeil aus dem Dickicht an uns vorbei. Die mussten doch nur unsere Roben mit Efforts Anker sehen und wussten gleich, dass sie nur den richtigen treffen können. Die Anhänger des Flussvaters schießen mit Pfeilen auf die Diener des alten Gottes. Was wird da der Flussvater selbst tun, wenn er eines Tages unsere Anwesenheit auf seinem Fluss überdrüssig ist? Ja, uns alle ersaufen. Okay, das Buch kommt mal beiseite. Das kann bei Zeiten eingelagert werden, wenn wir wieder hier raus sind. Oh, Zwischensequenz. Was passiert denn hier? Es ist nebelig. Und es geht weit runter. Und da war gerade irgendein Mosaik zu sehen.
Ja, das da. Okay. Ich schätze mal, dahin müssen wir uns vorkämpfen. Na, dann kommt mal, Leute. Transversales Ring. Na, der funktioniert leider nicht. Da ist wieder etwas. Ist das ein transversales Ring, ein funktionierender? Hier gibt es auf jeden Fall Wasser, das wir betreten können. Nein, wieder ein Tagebuch. Tagebuch über den Tempel. Oh, gucken wir mal. Tabi hat sein Tagebuch über den Tempel. Die Einträge in diesem Buch stets mit Ratum überschrieben. Ein Effert-Novize beschreibt diesen Tempel. Mit dem Tempel des Herrn der Meere ist es genauso wie mit dem Meer selbst. Das Interessanteste findet sich am Grund. Aber nur die Geweihten dürfen in die unterste Ebene. Den Graulingen ist es bei Strafe untersagt, bis ganz nach unten zu steigen. Bei der Messe habe ich hinabgeschielt, aber die Geweihten verschwinden in einen abgeschlossenen Raum, in den ich von oben nicht hineinsehen kann. Ist das eigentlich richtig? Ich bin Grauling in diesem düsteren Tempel und ich weiß nicht einmal, was sich in seinem Herzen abspielt. Fragen sich die anderen Graulinge das nicht auch? Die Geweihten jedenfalls hüllen sich in Schweigen. Es ist Paiostag und die Geweihten kehren mit ihren finsteren Gesichtern nach oben zurück. Was sich dort unten befindet, was sie dort unten tun, manchmal glaube ich, ich will es nicht wissen. Na, würde ich auch nicht wissen wollen. Und die Tagebücher gehen mal an Ardo, weil ich nicht genug Platz habe mit den ganzen Reagenzien, die ich langsam mal verkaufen sollte. Jedenfalls die, die ich nicht brauche. Also gerade Alraunen. Und Belmart vielleicht. Ah, Schleifsteine. Nö. Oh, habe ich nicht noch irgendein Amulett, was ich Ardo geben wollte? Amulett der Heilung? Nö. Amulett der Konstitution? Hm? Was? Nein. Ei. Ja. Ah ja, Ardo hat den Ausdauerring schon, gut. Okay, die Treppe hier ist eingestürzt. Mal kurz mal ein Quick Save. Da müssen wir uns halt hier in diesen Wasserhöhlen umgucken, scheint es mir. Dieser Tempel hat wieder ziemlich viel Atmosphäre, auch wenn sie düster ist. Aber passt ja zu einem versunkenen Effert-Tempel. Deswegen gucken wir mal, was wir hier finden. Außer Feuermoos, was ich eh brauche. Um mal Zaubertränke zu machen. Jupp, der Pfeil sagt schon mal, in die Richtung geht's weiter. Riesenkrabben. Riesenkrabben. Drei Stück. Wie stark seid ihr? Na, das geht eigentlich. Okay. Eine kommt zu mir durch. Die müssten eigentlich, wenn sie Wassergeschöpfe sind, gegen Kugelblitze anfällig sein. Ja. Was? Bei meiner Treue! Das sage ich mir jetzt einfach mal so aus Glaubenserfahrung. Naja, so viel dazu. Fulminictus vielleicht? Okay, sie machen auf jeden Fall Wunden. Ja. Attacke! Das ist nicht so gut. Zusammenhalten! Ja. Okay, ein Fulminictus wirkt besser gegen die. Und verschwendet nicht mal halb so viel Mana. Gut. Der Fulminictus ging ins Leere. Ja. Dann gucken wir mal, Fyris, was die so bei sich haben, während ich mich verarzte. Riesengrabenscheren, wer hätte das gedacht? Okay,
Okay, ich bin schon mal geheilt. Dann kann ich ja kurz das Feuermoos hier besorgen. Während sie die letzte Krabbe. Misslungen, schade. Okay. Ardo heilen. Habe ich eigentlich noch zwei Slot. Yep, ich habe zwei Stacks Verbände. So, Ardo heilen. Das war falsch. Ich muss ja Vorgrim heilen. Ups. Naja, egal. Gut. Riesenkrabbeneier, die im Weg sind. Ja. Na? Ardo und Vorgrim können die mal kurz einschlagen. Hey, da sind schon wieder Riesenkrabben. Beziehungsweise eine Riesenkrabbe. Fulminictus auf sie. Hm? Schlagen. Was? Attacke! Ja. Achtung! Mehrere Riesenkrabben. Die sind aber schon mal nicht wirklich gefährlich. Ja? War ihr! Na? Hauen wir mal ordentlich auf sie drauf. Da ist die auch weg. So. Ei, wird gemacht. Okay, das ist ein ganz anderes Gebiet hier schon mal. Das zählt nicht sehr direkt zum Effort-Tempel. Also kann ich gar nicht sagen, wann wir wieder rauskommen. Hier in den Effort-Tempel. Aber ich schätze mal jetzt demnächst. Ah, wieder Feuermoos. Und ein Einsturz. Sind diese Riesenkrabben Morphu? Was macht ein Morphu hier unten? Ja. Okay, ich habe einen Morphu getötet. Stimmt ja, das hier ist ja eine feuchte Höhle. Und der Morphu hatte leider nichts. Weiß ich. Ja. Da kommen noch mehr Morphus. Oh, sehr viele Morphus, würde ich sagen, aber die sind ja wirklich kein Problem. Wir beide können schon mal näher rangehen. Okay, das hier ist eine schöne Morphu-Höhle. Wisst ihr was, da wird es langsam mal Zeit, dass ich Morphu-Stacheln nachlade, sobald meine 15 Bolzen aufgebraucht sind. Leiden kriegen auch noch ein paar Morphus rum, da schleicht sich einer um die Ecke. Die haben schneller Wunden. Die tollen Weichtiere hier. Die Fledermäuse hier sind aber jetzt nicht aggressiv, oder? Morphus-Tümpel. Und da ist noch ein Morphu. Beziehungsweise war da bald mal einer. Ei. Sehr gut, dann kann sie mal die Morphus-Stacheln aus ihnen rausholen. Obwohl, hier ist das Gebiet eigentlich so einfach. Ich sollte die Stacheln aufbewahren. Am besten für den Hammerberg. Ich mach das schon. So. Noch mehr Morphu-Stacheln. Ja. Das ist ein kleiner Morphu. Mal sehen, ob der auch Stacheln dabei hat überhaupt.
Die sind ja giftig, gell? Ja. Ich mach das.